Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Kerbal Space Program. Falls es jemandem aufgefallen ist in der kurzen Zeit, wir haben hier 260 Forschungspunkte. Das liegt daran, dass ich doch heimlich mal außerhalb der Aufnahme was gemacht habe. Aber keine Angst. Ich habe nur mit einem kleinen Auto hier rumgefahren und habe die Forschungspunkte von den verschiedenen Gebäuden aufgesammelt. Das heißt, ich habe hier das Batmobil gebaut. Mit Belen Kerman an Bord. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen, wie das Ding aussieht. Und zeigen, was ich so gemacht habe. So, das sieht so aus. Hat hier alle Experimente, die ich im Moment zur Verfügung habe. Dann habe ich Crew Reports gemacht. Also, pass auf, ich mache es einmal vor. Crew Report. Pressure Data, Temperature, Mystery Goo, Materials Bay, EVA, loslassen, EVA Report, Surface Sample. Oh, da kriegen wir sogar noch mehr Forschungspunkte von. Sehr interessant. Dann gehe ich natürlich hin, sammle hier den Crew Report auf, nehme die Daten hier und die vom Mystery Goo Container und von der Materials Bay und habe die hier reingepackt in diesen Kanister, den ich hier unten drunter gebaut habe. Und weil das hier ein Wissenschaftler ist, kann der das hier tun und diese Dinger zurücksetzen. So, das habe ich hier bei jedem Gebäude gemacht. Hier, das ist übrigens hier vorne, nicht wundern, hier sind nur Batterien drin. Ich habe das Ding nur gebaut, um das Ding ein bisschen länger zu machen. Was wollte ich sagen? Genau, dann bin ich damit ein bisschen rumgefahren, bin einmal hier den Runway abgefahren, den Hangar, das Building hier, also die beiden Hangars, so die beiden, das Ding hier, das Forschungszentrum, Astronautenkomplex, hier ist glaube ich das Administration Building und hier ist Mission Control. Bin ich überall mal hingefahren, habe das da überall gemacht und habe insgesamt, keine Ahnung, 220 Forschungspunkte oder so gesammelt. Weiß ich gar nicht so genau. Hat ein paar Minuten gedauert, aber das ist jetzt nichts Aufregendes. So, das heißt aber, wir haben jetzt Forschungspunkte, die wir ausgeben können für tolle Dinge. Zum Beispiel könnten wir hier irgendwas kaufen. Wir brauchen noch weiterhin einiges an Forschungspunkten. Ich könnte mir das hier... Nee, kann ich mir nicht leisten. Kostet 300 Forschungspunkte. Nur hier hätten wir weitere Experimente. Voll gut. Command Modules. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Specialized Control. Ja, das brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das ist noch ganz interessant, weil ich da die große Verschalung habe und große Docking-Ports. Das hier brauchen wir eigentlich auch nicht so dringend. Viel interessanter ist da, ja, das ist schon gar nicht mal so interessant, aber das hier ist zum Beispiel auch nicht verkehrt, weil hier das dicke Ding ist. Ich glaube, weil wir erstmal überall hinkommen, ich hole mir das hier. Ah, ich könnte mir auch die Aerodynamics holen. Ich glaube, ich hole mir die. Und dann hole ich mir trotzdem... Oh, Supersonic Flight. Supersonic Flight ist insofern interessant, als dass wir dann eigentlich nur noch das hier holen müssen. Was ist hier denn eigentlich? Hier ist ein RAM Intake. Und ein Docking Port. Weil, dann könnten wir nämlich... dann könnten wir nämlich ein Spaceplane bauen. Spaceplane wäre super, um die Station irgendwie zu versorgen, die wir haben. Ich bin hin und her gerissen. Aber ich glaube, wir holen uns erstmal das hier. So. Was haben wir denn hier? Advanced Metalworks. Ja. Composites. Das sind hier alles Materialien. Und eine große... Ah, hier. Das ist noch interessant. Original design to separate buildings that were stuck together.
Okay. Ein paar Adapter. Hier ist ein Tank. Und noch ein Tank. Das hier brauchen wir später auch noch. Die Nerf Atomic Rocket Motor. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt aber erstmal kurz gucken. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht geguckt, was wir beim letzten Mal so gemacht haben. Aber egal, egal. Ich guck mal, was wir an Aufträgen so haben. Ich würde ganz gerne noch mal eine Mondlandung machen. Build a new orbital station around Kerbin. Ja, das ist ja eigentlich was, was wir sowieso tun wollen, ne? Ja, obwohl eigentlich... Ja, ich würde ganz gern einfach... Ich glaube, ich würde ganz gern den Satelliten hier platzieren. Und den Satelliten. Und dann können wir die Sachen hier vielleicht sogar parallel erledigen. Was haben wir denn überhaupt so da? Die Daedalus. Mark II ist irgendwie ein bisschen zu... Gefällt mir eigentlich nicht. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich glaube, ich baue mal... Ich glaube, ich schicke noch mal die Daedalus Mark 1.1 hoch. Das ist ja eine Fehlkonstruktion, wie wir wissen. Zumindest werden wir daran nichts ändern. Obwohl, auf dem Minmus könnten wir damit landen. Auf dem Minmus könnte man damit sehr gut landen, denn Minmus hat eine viel geringe Gravitation, das Ding kippt nicht so leicht. Wir könnten damit auf dem Minmus landen. Sollen wir eine Minmus-Landung machen? Mit dieser Fehlkonstruktion hier? Da ist doch der Bedeier genau der richtige Mann für. Ist auch schon, hat sich schon reingesetzt, ist ja klar. Da steht eine Rakete rum, Jebediah setzt sich erstmal rein. So, SAS. Ja, auf geht's. Wir könnten noch mal ganz kurz gucken, wenn wir hier hin wollen. Dann starten wir hier. Wir könnten also von da aus ein bisschen nach Norden fliegen, um direkt eine, die richtige Inklination hinzubekommen. Dann machen wir das doch mal. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. So, das heißt, hier ein bisschen einkippen und ein bisschen nach Norden. Denn, warum nicht? Und dann halten wir einfach mal Prograde. So, ein bisschen weniger Gas, ein bisschen mehr Gas. 200 Meter pro Sekunde dürfen wir schon kommen. So, ich weiß nicht, ob das mit der Inklination so hinhaut. Oh, da habe ich ganz vergessen, die Dinger abzuspringen. Ich hoffe, die waren noch nicht allzu lange aus. So, kippen wir uns mal hier in diese Richtung. Ruhig ein bisschen flacher. Wir sind nämlich doch noch ganz schön steil unterwegs hier gerade. Jebediah. Komm, gib mal Gas, Junge. Hau mal einen raus jetzt. Wo wir Prograde halten können. Kommen auch schon die Hitzeeffekte.
die wir so lieben gelernt haben. Und ich fliege natürlich Richtung Süden. Warum fliege ich denn Richtung Süden? Moment mal, das ist ja falsch. Ich lese dieses Ding immer falsch. So, machen wir einfach nochmal. Aber wenn das hier Osten ist, warum ist... Und das, dann muss das hier Westen sein. Warum ist dann das hier unten Norden? Frechheit. Das heißt, ich muss so fliegen, ne? So, Prograde halten bitte. Na, wobei, wir wollen ein bisschen in diese Richtung hier, ein bisschen weiter nach... Ja, das ist so gut. So, ein bisschen wackeln, ein bisschen eingrooven hier. Ich glaube, der ist ein bisschen zu stark inkliniert, der Orbit, den wir uns damit jetzt zurecht basteln. Aber naja. Bisschen in die Richtung. Bisschen gegensteuern. So, das haut schon irgendwie hin. So. Ein bisschen weniger, bitte. Ein bisschen weniger. Wir sind ja nur 6 Grad. Also 6 Grad oder so hat es der Orbit von Minmus. Keine Ahnung. Ja, wir sind ein bisschen zu steil unterwegs. So, bitte hier hin. Und ein bisschen flacher. Auf Wiedersehen. So, warum nicht direkt hier so hin? War ein Experiment, wie das so funktioniert. Wir werden mal sehen, wie wir da am Ende bei rauskommen. Das ist auf jeden Fall zu viel zu verkippt. Da müssen wir ein bisschen ausgleichen. Aber das müssten wir sowieso tun. So, auf Wiedersehen. So, ich versuche das jetzt noch ein bisschen per Hand auszugleichen. So wie mir das hier gerade in den Sinn kommt. So, 1, so. Irgendwas basteln wir hier schon zurecht. Was dann am Ende irgendwie funktioniert. Das ist eine Descending Node, die könnten wir also hier... noch ein bisschen weiter ausgleichen, minus 0,1 Grad. Dann würden wir das Manöver nämlich genau so durchführen. So. Wir hatten übrigens noch keine Materials Bay auf einem anderen Planeten, also auf einem Moon oder so, ne? Immer nur Mystery Goo und den ganzen Krempel. So, ein bisschen vorspulen. Gut, sind wir noch dabei? Ja.
Wie sieht unser Orbit am Ende aus? Ja, ganz okay. So. Und Vollgas. Da haben wir jetzt einen Orbit erreicht. Deswegen hat sich die Kamera umgestellt. Das war ein bisschen drüber, aber kein Problem. Wir wollen zum Minmus. Das heißt, wir werden ungefähr hier Gas geben müssen. Da. So. Versuchen wir relativ knapp dran vorbei schon mal. So in etwa. Ich werde das Manöver allerdings hier mit dieser Sicht auch durchführen. Wir müssen 54 Sekunden Gas geben. Ich weiß nicht, ob das die Stufe hergibt. Doch, das sollte sogar noch funktionieren. Haben wir hier überhaupt Solarpaneele dran? Ja, ne? Die sollten hier... Da sind Solarpaneele. Sehr gut. So. Sehr gut. 54 Sekunden, das heißt, bei minus 30 Sekunden ungefähr fange ich an, Gas zu geben. Der letzte Teil wird nämlich ein bisschen langsamer passieren. Ich mach einfach, ne? Einfach Prograde halten, bitte. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall nicht genau dieser Orbit sein. Wie gesagt, der Orbit hier ist relativ empfindlich um Minmus herum, weil Minmus so eine geringe Gravitation hat. Und ja. Übrigens, wir geben ungefähr 7,5 Einheiten Treibstoff pro Sekunde aus. Das heißt, wir haben noch hier 50 Sekunden Treibstoff drin. So, und man sieht, jetzt würden wir ungefähr den Moon-Orbit erreichen. Und es ist nur noch ein kleiner Katzensprung vom Moon-Orbit zum Minmus-Orbit. So, dann gucken wir mal. Ja, so, das passt. Dann findet hier das nächste Manöver statt. Und zwar so eins. Sehr gut. Jebediah Kerman macht sich mal wieder auf den Weg, die Welt zu retten. Haben wir hier eine Antenne dran? Nee, ne? Oh, ich muss niesen, glaube ich. Egal, ich ignoriere das einfach. Nee, ja, ich... Oh! Ah, Hilfe! Ja, doch nicht. Vielleicht gleich nochmal. Wir werden sehen. Ich kann mich schon mal hier drehen. In die richtige Richtung. Denn, dann muss ich mich hier nachher nicht drehen. Nee. Das ist ja jetzt schon eigentlich fast retrograde. So, mach du das mal, Jeb. Du kannst das doch. 47 Sekunden Gas geben. 7,5 Einheiten pro Sekunde. Das heißt, das wird nicht ganz ausreichen, die Stufe. Das macht aber hoffentlich nichts.
Ansonsten müssen wir eine Rettungsmission starten. Ups, Mikrofon fast umgefallen. So. Stability Assist. So. Wir kriegen auch Sonne auf die Paletten hier geschienen. So. Ist alles gut. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Wir können im Grunde genommen tatsächlich bis zum nächsten Manöver warpen. Das sind jetzt 8 Tage Reise. Und da bricht auch unsere Funkverbindung ab. So, da vorne ist der Übergang in die Einflusssphäre des Minmus. So, da habe ich ein bisschen Schiss, dass das ein bisschen zu schnell geht. Retrograde, bitte halten. Und ich werde bei 30 Sekunden Gas geben, weil ich nicht genau weiß, weil wir dann nachher zwischendurch die Stufe absprengen müssen. Also jetzt. Das sind auch gar nicht 40 Sekunden, das sind nur 7 Sekunden. Da haben wir doch genug Treibstoff. Alles gut, alles gut. Ja gut, dann machen wir das halt jetzt hier eben. Ist ja egal. Und die Periapsis bringen wir auf 10 Kilometer. Können wir vielleicht sogar auf 9 Kilometer bringen. Ja. Dann bitte schon mal Richtung Prograde drehen. Nein. So. Wir zirkularisieren das Ganze hier. 9 Kilometer. 9 Kilometer. Da sollten wir nicht auf der Oberfläche aufschlagen. Ich speichere trotzdem mal schnell. Ich weiß, wie gut ich bin in solchen Dingen. So, ich habe mich Richtung Prograde gedreht, weil hier Prograde ist hier Retrograde. Ne? Das heißt, wir müssen uns nachher nicht so viel drehen. Bitte einmal zum nächsten Manöver warpen. Können wir ganz kurz gucken. Habe ich 2 Goo-Container? Ja, yep, ich habe 2 Goo-Container. Dann werde ich gleich nämlich mal gucken, ob ich im niedrigen Minmus-Orbit vielleicht schon mal ein paar Experimente dann mache. Also EVA-Report, Crew-Report und Goo-Container. Eigentlich kann ich auch die Temperatursachen hier schon mal scannen. Da muss ich halt aussteigen. So. Retrograde. So. Dann mache ich doch schon mal. Mystery Goo. In Space Near Minmus. 40 Forschungspunkte. Temperatur 32 Forschungspunkte. Pressure Data 48 Forschungspunkte. Crew Report 20 Forschungspunkte. Und du hast 20 Sekunden, also beeil dich gefälligst. EVA Report. Board. So, das ist nur ein ganz kleiner Burn. Wie gesagt, Minmus hat eine extrem niedrige Gravitation und ist sehr, sehr klein. Und deshalb habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Hier, einen neuen Weltrekord. Spacewalk in Orbit of Minmus und entered Orbit of Minmus. Wenn ich hier diesen Orbit zirkularisiert habe, dann werde ich nachher mal gucken. Oh, ich bin schon an der Note vorbei. Dann werde ich nachher mal gucken, ob... Ja, so. Ob wir neue Aufträge haben. Kurz schnell speichern. Zurück zum Space Center. Ich würde ganz gerne die Milestone-Aufträge hier für Minmus kriegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die nicht mehr kriege. Ich weiß nicht, was da los ist. Planet Flag on the Moon. Ja, dafür kriegen wir Geld. Das mache ich. Planet Flag on Minmus. Oh ja. Da sind wir gerade dabei. Science Data from Surface of Minmus. Sehr, sehr gut. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Auch wenn ich natürlich viel, viel lieber die Milestone-Sachen hätte. Naja. So, Daedalus Mark 1.1. Dann wollen wir mal ein bisschen spacewalken. Haben wir Lichter hier dran? Ja, ne? Ja. EVA.
Denn wir müssen hier noch die Sachen raussuchen. Forschungsdaten rausholen. So. Collect data. Yep. Take data. Und hier Take Data. So, dann können wir nämlich das Thermometer und das Barometer nochmal benutzen. Hoch. Ich muss, glaube ich, die Kamera umstellen. Oder reicht das, wenn ich da so rankomme? Ja, das reicht. Auf geht's an Bord von diesem Ding. Wir haben 5 Daten. Das ist, warum haben wir nur 5? Achso, wir haben keine Bodenprobe und keine Materials Bay. Alles gut, alles gut. So, dann suchen wir uns mal eine Landestelle aus, würde ich sagen. Hier, wie wäre es denn hiermit? Das ist eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Das heißt, hier, Retrograde. Aber bis hierhin bitte warpen. Ja, danke, stopp. Retrograde. So. Schnell speichern. Gut. So weit, so gut. Wenn ich jetzt den hinteren Teil abspringe... dann hat uns das sogar noch ein bisschen weiter verlangsamt und wir können hier ganz gemütlich... so, hinfliegen. Ich will hier nur das Manöver haben, damit ich weiß, wann ich da bin. Auf Wiedersehen. Ich möchte halt da auf dieser relativ geraden Oberfläche landen. Zwei Minuten, eine Minute, also zwei Minuten, anderthalb Minuten. Das ist ganz gut, dass wir hier dran vorbeifliegen, weil das wäre ganz schön riskant gewesen, obwohl das hätten wir geschafft. So, und da haben wir unsere Oberfläche. Wir fliegen hier nur mit 168 Metern pro Sekunde. Das ist eine sehr geringe Geschwindigkeitsänderung. So. Wenn ich mich nicht irre, dann sind diese 2700 Meter sogar richtig, weil das hier ist, diese glatte Oberfläche, ist nämlich genau die Nulllinie von Minmus. Das heißt, da ist genau Null. So, und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass wir hiermit ein bisschen arbeiten können. Wir können Geschwindigkeitsänderungen von, sagen wir mal, 50 Metern, 60 Metern pro Sekunde kriegen wir hin. Innerhalb von 4 Sekunden. 5 Sekunden. Wir müssen 5 Sekunden mal rechnen als Burn. 5 Sekunden bedeutet aber auch, dass wir 150 Meter weit fliegen. Also sollten... ich werde ungefähr 200 Meter über nur normal Null werde ich Vollgas geben. Und sicherheitshalber einfach mal quicksaven. Es muss ja jetzt nicht alles hundertprozentig stimmen, nur wenn das so ungefähr einigermaßen effizient ist, dann bin ich schon zufrieden. Und dann funktioniert das. Was habe ich jetzt gesagt?
5 Sekunden. 300 Meter. Machen wir 300 Meter. Ja, eigentlich auch, können wir auch 200 Meter nehmen. Warum nicht? Ja, sagen wir 250. Seht ihr, das hat auch ganz gut funktioniert. Und hier sollten wir auch nicht umkippen, weil die Fläche nämlich perfekt eben ist. Also so weit das halt auf einem runden Körper funktioniert. So. Da sind wir doch. Perfekt. Ich bin sehr zufrieden. Das war eine astreine Landung. Wir untersuchen mal das hier, den Goo-Container. 50 Forschungspunkte. Temperatur gibt 40 Forschungspunkte. Pressure Data 60. Haben wir schon einen Crew Report? 25 Forschungspunkte. Wir haben einen neuen Milestone. EVA. 40 Forschungspunkte. 150 Forschungspunkte. Ja, die Frage ist, wir können jetzt natürlich auch die Daten nehmen und und zu der Raumstation bringen, die wir haben, ne? Jetzt aber erstmal hoch. So. Zum Space Center zurück. Denn ich würde ganz gern einfach mal gucken, ob wir jetzt doch hier noch irgendwie einen Auftrag haben. Leider nicht. Nein. Also, Jebediah Kerman, du bist weiterhin am Stissel. Bitte eine Flagge hier hinsetzen. So. Ja gut, und das heißt, hier sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Ich würde an dieser Stelle einfach mal mich von euch verabschieden. Und hoffen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut bis dahin. Ciao.